Wie auch im Bad habe ich hier natürlich die Möglichkeit, wenn zum Beispiel ein Schornstein geplant ist, auch diese Symbolgruppe noch um einen Kamin zu ergänzen. Wenn Sie nicht wissen, in welchem Ordner sich Kamine befinden, gibt es hier oben die Volltextsuche, Kamin. So sehen Sie im Katalog Inneneinrichtung gibt es eine Gruppe Heizen. Und dort gibt es Symbole für Kaminen. Auch hier die 3D-Vorschau nutzen. Ja, den können wir nehmen. Klick. Wenn Sie das Symbol um 45 Grad drehen möchten, dann einfach mit S anklicken, die Shift-Taste gedrückt halten, die Maus ein kleines bisschen bewegen, dann erscheint dieses Dreh. Zeichen und nun können Sie mit gedrückter linker Maustaste das Symbol völlig frei drehen, Mausklick und natürlich auch entsprechend verschieben. Ja, Küche. Küchenzeile ist ja auch eine Symbolgruppe, die aus vielen, vielen einzelnen Symbolen besteht. Ich gehe mal wieder in den Katalog fix fertig kochen, L-Küchen bis 12 Quadratmeter. Auch hier gibt es viele Symbolgruppen, die wir nehmen können. Einfach anklicken, 3D-Vorschau angucken. Sie sehen die Symbole, die Hängeschränke besitzen auch gleich einen entsprechenden Fliesenspiegel. Dieses Vorschaubild, wenn Sie das stört auf der Arbeitsoberfläche, Sie können das jederzeit auf einen zweiten Monitor schieben, quasi auslagern und nur für die Vorschau entsprechend verwenden. Ja, ich drehe die Symbolgruppe mit der Leertaste. Spiegel Sie eventuell. All diese Schritte kann ich tun, bevor ich die Symbolgruppe in meine Planung setze. Anfasspunkt rechts unten wäre die 3 an meinem Zahnblock. Und mit E wie Ecke kann ich die Symbolgruppe in die Ecke setzen. Auch hier sehen wir, dass in den seltensten Fällen die Symbolgruppe so hundertprozentig passt in meine Planung. Das heißt, ich kann jetzt nicht benötigte Symbole löschen. Ich kann Symbole in der Größe anpassen. Ich kann Symbole verschieben, beziehungsweise das ist eine Symbolgruppe, wie wir jetzt bereits schon wissen. Und ich kann auch diese Schränke an eine andere Stelle meiner Planung setzen. Y-Koordinate sperren. Fertig. Das heißt, so haben Sie auch die Kücheneinrichtung, die Küchenplanung in wenigen Minuten fertig gemacht. Ja, und so ist im Prinzip die Vorgehensweise für alle Räume. Wenn Sie exakt die Verwendung von den Symbolgruppen nutzen, ist für so ein kleines Einfamilienhaus die Möblierung auch in 10, 15 Minuten erledigt. Wir schauen uns das mal in der 3D an. Bevor wir in die 3D-Geschossansicht gehen, ins Erdgeschoss, kontrollieren wir nochmal, dass hier die Funktion Bemusterungsdetails darstellen aktiviert ist. Also Innengestaltung darstellen, das sind die Symbole innerhalb des Außenwandpolygons. Und Bemusterungsdetails sind zum Beispiel Blumenvasen, Fernseher, Bücher, Tassen. Also die ganzen Details, die Visualisierung natürlich auch nett aussehen lassen. Ich gehe mal in die 3D-Geschossansicht ins Erdgeschoss. Mit der rechten Maustaste können wir das drehen und wir sehen jetzt hier entsprechend natürlich die von uns gesetzten Symbole. Bei den grünen Pflanzen handelt es sich um Echtfotos. Das heißt, bei der direkten Draufsicht ist das nicht ganz so ideal. Wenn Sie von der Seite sich die grünen Pflanzen angucken, dann
sehen sie natürlich wie echte Pflanzen aus, da es ja auch echte Pflanzen sind, die einfach fotografiert worden sind. Badezimmereinrichtung auch sehr schnell gemacht. Ja, so ein Gästebad, eine ganz ordentliche Ausstattung. Vom Material her sehen Sie hier eine Standardmaterialeinstellung, wie sie von uns mitgeliefert wird. Auch hier haben Sie die Möglichkeit natürlich, für sich selber andere Materialien als Standardmaterial festzulegen. Oder Sie können auch die Texturen der Möbel ganz individuell anpassen. Ich plane vielleicht mal noch eine kleine Garderobe. Katalog Inneneinrichtung, Wohnen, Schlafen, Garderobe. Natürlich habe ich auch die Möglichkeit, solche Symbolgruppen oder Symbole über den Anfasspunkt, über die 8, mittig vor eine Wand zu setzen. A, E. Oder alternativ, wie bereits gezeigt, über die Funktion Koordinaten sperren. Sollen Grünpflanzen noch gesetzt oder ergänzt werden? Es gibt hier im Katalog Inneneinrichtung die Gruppe 2 Zimmerpflanzen. Und da haben Sie auch viel Auswahl, was die Zimmerpflanzen anbelangt. Zum Beispiel diese Pflanze, die man natürlich auch hier vielleicht noch im Bereich der Treppe platzieren kann. Oder einen kleinen Esstisch in der Küche. Einfach die Symbolgruppe dorthin schieben. Katalog Wohnen und Schlafen. Tische und Stühle. Tischgruppe modern. Entsprechend dort wieder mit X-Koordinate sperren. Einfach diesen Tisch dorthin setzen. Bisschen kleiner machen. Wichtiger Hinweis: Diese Größenanpassung können Sie immer nur für ein einzelnes Symbol machen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, natürlich einzelne Symbole in der Größe anzupassen, aber nie für eine Symbolgruppe. Also ein einzelnes Symbol können wir an der Ecke anfassen und können es mit gedrückter linker Maustaste in der Größe anpassen. Eine Symbolgruppe lässt sich so nicht bearbeiten. Ja, wir kontrollieren das nochmal in der 3D-Geschossansicht im Erdgeschoss. Gut, man kann natürlich die Symbole auch löschen und verschieben. Diesen Schrank zum Beispiel könnte man richtig in die Ecke setzen. Und die Grünpflanze vielleicht noch ein Stückchen zum Fenster verschieben. Ansonsten haben wir hier unsere Garderobe. Und die Grünpflanze hier im Bereich der Zweiviertel gewendelten Treppe. Ich denke mal, das sollte so vielleicht als Anfang für den Bereich Möblierung als Beispiele an der Stelle erstmal ausreichen. E wie Ecke. Fertig.